Okay, heute wollen wir uns mal ein paar Minuten Sarah Bosetti widmen. Das hat eigentlich der Ashraf vom Deframing Channel schon einige Male gemacht und auch sehr gut gemacht. Aber ich kann einfach nicht an mich halten. Die Frau geht mir so wahnsinnig auf den Keks. Dementsprechend widme ich ihr jetzt auch noch mal ein paar Minuten, um aufzuzeigen, wie die Frau so tickt. Wäre es wirklich gut, wenn niemand geimpft werden würde? Wäre es wirklich besser, wenn es keine Maßnahmen gegen diese Pandemie gäbe? Will ich wirklich, dass das Gesundheitssystem überlastet wird und Menschen sterben, weil keine Betten und kein Personal da sind, um ihnen zu helfen? Ja, also wer will denn, wer sagt denn, dass niemand geimpft werden soll? Die Kritik zielt darauf ab, dass der Impfstoff viel, viel zu schnell entwickelt wurde, in gerade mal 10 Monaten statt in 10 oder sogar 15 Jahren. Dieses sogenannte teleskopierte Zulassungs- beziehungsweise Entwicklungsverfahren. Darüber hinaus eine Impfpraktik, die bisher so noch nie zugelassen wurde. Auch das muss hinterfragt werden. Das hat nichts damit zu tun, dass niemand geimpft werden soll. Selbst Kritiker wie Clemens Awey, der nun wirklich ein fachkundiger Biologe ist, sprechen davon, dass sie grundsätzlich keine Impfgegner sind, sondern dass sie die Impfungen an sich für einen wahren Segen halten, wenn denn die Verfahren dementsprechend gestaltet werden. Und das wurde nun mal bei dem Covid-Impfstoff nicht gemacht. Keine Maßnahmen. Ich weiß auch nicht, wer das gefordert haben soll. Es mag zwar sein, dass es ein paar Leute gibt, die tatsächlich der Meinung sind, das Ganze ist sowieso nur ausgedacht und fake und es ist ein Schnupfen und dementsprechend müssen alle Maßnahmen sofort zurückgefahren werden. Aber das ist nicht der Punkt. Das ist auch nicht der Punkt an der Kritik. Der Punkt an der Kritik ist und war von Anfang an, sind die Maßnahmen verhältnismäßig? Sind sie überhaupt sinnvoll? Sind sie zielführend? Und was für Schäden, was für Nebenwirkungen haben wiederum diese Maßnahmen? Soziologischer Art, pädagogischer Art, philosophischer Art, natürlich auch volkswirtschaftlicher Art und soziologischer Art. All das sind Fragen, die gestellt werden müssen. Und wenn du sie nicht stellen möchtest, bitteschön, dann lass es. Aber das ist nun wirklich nicht das Problem derjenigen, die die Corona-Politik kritisieren. Und last but not least, die Menschen im Krankenhaus, die Krankenhaussituation, wer ist denn dafür verantwortlich? Das sind die, die jetzt seit fast einem Jahr Lockdown für Lockdown für Lockdown beschließen, was du ja noch nicht mal so nennst. Da kommen wir gleich noch mal zu. Wahrscheinlich hättest du es gerne noch ein bisschen härter, richtig? Aber in Wirklichkeit ist es so, dass Krankenhäuser geschlossen werden. Ich habe vor kurzem gelesen, dass, glaube ich, sogar 2021 wieder 19 Krankenhäuser oder so geschlossen werden sollen. Das weiß ich jetzt nicht. Wer das bestätigen oder meinetwegen auch dementieren kann, möge das gerne in Form von Links tun. Jedenfalls die Tatsache, dass Krankenhäuser auf Rendite getrimmt wurden, dass sie privatisiert wurden, dass die Bezahlung immer schlechter wurde, dass dementsprechend das Personal reduziert wurde, dass Betten abgebaut wurden, beziehungsweise Personal für Betten abgebaut wurden, dass Stationen oder ganze Krankenhäuser geschlossen wurden. Das hat nichts damit zu tun, Kritik an der Corona-Politik zu üben. Dementsprechend sind nicht die daran schuld, die du gerade ins Visier genommen hast. Weiter. Nun ist es also soweit. Frau Merkel sperrt uns ein. Sie mauert unsere Fenster und Türen zu, damit wir im Dunkeln vor uns hinsiechen. Und im Januar lässt sie uns vielleicht wieder raus, wenn sie gute Laune hat. So läuft das nämlich. Erst diese Maulkörbe, jetzt schließt sie uns zu Hause ein und morgen, zack, wachen wir in der Diktatur auf. Genau, alles immer schön überspitzen, schön übertreiben. Und die Leute, die sich wirklich Sorgen machen, vielleicht ja berechtigte Sorgen, schön in die Ecke stellen, dass sie sie ja sowieso nicht alle haben. Aber du klärst das Ganze ja jetzt. Na gut, die Fenster hat jetzt bei mir persönlich noch niemand zugemacht. Ich würde es machen. Die Tür geht eigentlich auch noch auf. Und ich darf natürlich auch noch raus. Ich darf sogar einen Weihnachtsbaum kaufen gehen. Ja, du darfst sogar einen Weihnachtsbaum kaufen gehen. Das ist ja super. Hast du vielleicht mal an die vielen Leute gedacht, denen das scheißegal ist, sich einen Weihnachtsbaum zu kaufen, weil die sich nämlich überhaupt keine Weihnachtsbäume mehr leisten können? Hartz-IV-Empfänger sind nämlich besonders schlimm betroffen. Alleinerziehende sind besonders schlimm betroffen. Kurzarbeiter werden sich wahrscheinlich auch überlegen, ob sie sich einen Weihnachtsbaum gekauft haben oder nicht, beziehungsweise ob er dieses Jahr vielleicht ein bisschen kleiner ausfällt oder ganz anderen Bedürfnissen weichen muss. Aber du hast deinen Weihnachtsbaum gehabt, Bosetti, und das finde ich super. Weil das als absolut notwendiger täglicher Bedarf gilt. Ja, da würden sich dann wahrscheinlich auch ein paar Millionen Leute schlapplachen oder einfach nur in Tränen ausbrechen. Aber es fühlt sich, also wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, also mit etwas Fantasie, kann ich mir schon vorstellen, wie Angela Merkel höchstpersönlich vor meiner Wohnung eine Mauer errichtet. Ich nicht, ehrlich gesagt, aber gut, ist ja dein Ding. Und dass das bloß meine Fantasie ist, hindert mich ja nicht daran, mich darüber aufzuregen.
Das ist wie mit diesen PCR-Tests und der Cola. Habt ihr das gesehen? Ein FPÖ-Abgeordneter hat im österreichischen Parlament Cola auf einen Corona-Test geträufelt, um zu zeigen, wie sinnlos PCR-Tests sind. Und ich darf jetzt den Test insofern durchführen, dass ich dieses Cola nehme und auf den Massentest, den Sie auch verwenden, auftrage. Zugegeben, Geniestreich war das nicht gerade, aber wollen wir jetzt über diesen FPÖ-Fuzzi sprechen und den dann generalisieren, was die PCR-Tests angeht? Na, mal gucken, was sie zu sagen hat. Und der Test war positiv. Das regt mich auf. Ich meine, ich weiß nicht genau warum, denn eigentlich war das gar kein PCR-Test, den er da benutzt hat, sondern ein Antigen-Schnelltest. Und der Test war auch nicht positiv, sondern ist durch die Säure in der Cola einfach kaputt gegangen. Naja, aber nichtsdestotrotz. Fakt ist, dass es haufenweise falsch-positive oder falsch-negative PCR-Tests gegeben hat. Und das zu thematisieren und zu hinterfragen und dementsprechend natürlich auch darüber nachzudenken, wie sicher und verlässlich denn die Zahlen jetzt tatsächlich sind und wie hoch die Fehlerquote denn tatsächlich bei den Tests ist, finde ich jetzt eigentlich nicht so verwerflich. Außerdem tunkt man Corona-Tests in der Praxis ja auch eher selten in Cola, sondern in Menschen. Im Grunde sagt die ganze Aktion also nichts über die Wirksamkeit von PCR-Tests aus. Nein, aber das, was du jetzt vom Stapel lässt, sagt auch nichts über die Wirksamkeit von PCR-Tests aus. Das nur mal so am Rande. Aber ich weiß nicht, wieso ich mich deshalb nicht aufregen sollte. Obwohl, ein Grund fällt mir ein. Ich bin ja ein Mensch. Und Menschen sind bei aller egozentrischen Verbohrtheit durchaus zur Reflexion und Meinungsänderung in der Lage. Zumindest die meisten. Alle außer euch seltsamen Leuten, die ihr wirklich solche destruktiven Spinnereien wie die Sache mit der Cola verbreitet oder unhinterfragt glaubt. All euch selbsternannten Querdenkern und Impfgegnerinnen. Und da sind wir wieder. Unhinterfragt wird alles geglaubt, was die Kritiker verbreiten oder was die Kritiker irgendwo äußern. Und es gibt ja auch nicht ein wahnsinnig breites Feld unterschiedlichster Leute, die unterschiedlichste Aspekte mit reinbringen. Nein, es gibt ja nur Impfgegner und selbsternannte Querdenker, die dank dir unter anderem, Sarah Bosetti, ja schon lange, lange Zeit in die Ecke der Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger, Nazis und Antisemiten gestellt wurden, unabhängig davon, ob in Berlin, keine Ahnung, 200, 300.000 Leute auf die Straße gehen, alles Reichsbürger, alles Nazis, alles Antisemiten. Super Weltbild, ne? So funktioniert's, so macht's Laune, oder? All euch Bill Gates-Fetischisten und Diktaturherbeiträumerinnen. Wir haben ja, auch wenn ihr das nicht glaubt, dieses Ding namens Meinungsfreiheit in Deutschland. Oh, jetzt wird's hart. Und wisst ihr, was man mit der Meinungsfreiheit tun kann, wenn man gerade nichts Sinnvolles zu sagen hat? Man kann sie schweigend genießen. Ich weiß gar nicht, ob ihr klar ist, was sie da gerade sagt. Wenn man gerade nichts, was sagte sie, Konstruktives beizutragen hat, soll man also einfach die Fresse halten. Das muss man einfach noch mal ganz kurz unterstreichen. Das ist nicht das Prinzip von Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit bedeutet, auch wenn man etwas, was du für nicht konstruktiv hältst, sagen möchte, dass man das sagen können muss. Wenn man das nicht kann, spricht man auch nicht von Meinungsfreiheit. Also, Bosetti, wirklich, schlag das mal nach. Man kann sich ihre Ausübung entspannt für den Moment aufheben, indem man mal wieder etwas Konstruktives zur Debatte beizutragen hat. Und klar, ihr könnt jetzt in die Kommentare unter dem Video schreiben, das gilt auch für dich, Bosetti. Das wäre wahnsinnig originell. Aber ihr könntet meine Meinung auch einfach kritiklos hinnehmen. Denn das entspricht doch eurem Verständnis von Meinungsfreiheit. Ja, scheiße. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich würde mal sagen, diejenigen, die die Corona-Politik kritisieren seit jetzt fast einem Jahr, die müssen wahrscheinlich mehr Kritik einstecken, als du in deinem ganzen Leben, in dem du, ich weiß nicht, was gemacht hast und auf jeden Fall es insgesamt, glaube ich, ziemlich gut hattest. Und abgesehen davon, diese Geschichte irgendwie ertragt meine Meinung, ohne ihr zu widersprechen oder ohne sie zu kritisieren. Das hat ja dieser Florian Schröder damals schon auf der Querdenkenbühne gebracht. Das ist Quatsch. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass man sie kritiklos akzeptieren muss, sondern dass man hinnehmen muss, dass es die Meinung des anderen gibt, so wie ich hinnehmen muss, dass es deine Meinung gibt. Und du sie frei äußern darfst. Das bedeutet aber nicht, dass ich keine Kritik an deiner Meinung äußern darf. Doch, das darf ich. Und ich fühle mich dazu berufen. Ich mache das. Und ich weiß gar nicht, ist das konstruktiv? Ist mir relativ wurscht. Ich mache das einfach.
Wo war ich? Achso, Frau Merkel sperrt uns alle ein. Es gibt jetzt einen zweiten Lockdown, der eigentlich gar kein richtiger Lockdown ist. Genau, es muss strenger werden, es muss strenger werden, es muss alles strenger werden. Und ihr bockigen Quatschtypen benehmt euch wie Kleinkinder in der Trotzphase, die sich den Erwachsenen ans Bein hängen, damit die nicht kochen und den Tisch decken können. Ja, genau. Jetzt wird also kritisches Denken in die infantile Ecke gestellt. Wir sind alle Kleinkinder, die sich an irgendeinen Rockzipfel hängen und im Grunde genommen nur ihren kleinen Dickkopf durchsetzen wollen, sich auf den Boden schmeißen und trommeln. Und da gibt's nur eins, liegen lassen, weitergehen bis zur Kasse durch und dann kommt das Gürsch schon nachgerobbt. Aber wenn es dann nichts zu essen gibt, dann geht das Geplärre los. Gäbe es zum Beispiel keinen Impfstoff für Deutschland, wärt ihr die Ersten, die das der Regierung zum Vorwurf machen würden. Nein, aber das habe ich ja vorhin schon erzählt. Gut, jetzt muss die AfD natürlich noch mit rein, ist ja gar keine Frage. Die AfD hat im März strikte Maßnahmen und einen Shutdown verlangt. Und seit es halbwegs strikte Maßnahmen und einen Shutdown gibt, verlangt sie deren Aufhebung und nennt sie übergriffig. Okay, ihr seid dagegen. Egal worum es geht, Hauptsache dagegen. Habe ich verstanden. Nein, nicht Hauptsache dagegen. Und ich bin nur wirklich, ach, jetzt geht das wieder los. Jetzt muss ich wieder erklären, warum ich die AfD nicht in Schutz nehme und die AfD nicht wähle und überhaupt kein Freund der AfD bin. Bin ich alles nicht, bin ich alles nicht, bin ich alles nicht. Aber unabhängig davon kann natürlich meine Meinung, die ich im Februar oder März gehabt habe, da war ich zum Beispiel noch für umfangreiche Maßnahmen. Die kann sich natürlich im Laufe der Zeit ändern, weil sich die Rahmenbedingungen ändern, weil sich die Auswirkungen immer mehr bemerkbar machen. Und dementsprechend ist daran nichts Verwerfliches. Drosten ändert seine Meinung schneller als seine Socken. Also bitte. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, wofür seid ihr? Stellt euch doch einmal die Frage, die sich... Wofür? Das ist doch ganz klar, wofür wir sind. Also zumindest, wofür ich bin. Ich bin dafür, dass man offene Fragen zu Impfzulassungsverfahren und Impfstoffentwicklungen und zu der Wirksamkeit oder Nichtwirksamkeit von PCR-Tests oder dass man die Fragen nach den Nebenwirkungen der Maßnahmen, wie es so schön heißt, der Lockdowns, hinterfragt, dass man sich anguckt, was für soziologische, pädagogische, psychologische, philosophische und volkswirtschaftliche Auswirkungen das Ganze hat. Ich bin dafür, Sarah, all diese Fragen zu stellen, um jedes Mal die Situation neu zu bewerten und um dann zu gucken, nachdem man sich diese Fragen beantwortet hat, okay, macht das Ganze jetzt noch Sinn oder macht es keinen Sinn? Ist es wirklich eine gute Idee, Bowlingbahnen zu schließen? Ist es eine gute Idee, dass die Leute draußen in der Fußgängerzone eine Maske tragen müssen? Oder müssen wir das vielleicht nochmal überdenken? Müssen wir vielleicht mal eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen? Ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals gemacht worden ist. Ich bin dafür, Sarah, ich bin dafür, dass diese Dinge passieren, dass diese Dinge gemacht und besprochen und diskutiert werden und zu entsprechenden Reaktionen führen. Was wäre, wenn ich wirklich bekäme, was ich da verlange? Wäre es wirklich gut für mich, wenn ich den ganzen Tag nur Eis essen könnte? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es besser, wenn du den ganzen Tag nur Eis essen würdest. Puh. Möchte ich wirklich in einer Gesellschaft leben, in der man alte Leute nicht Umweltsau nennen darf, aber rücksichtslos sterben lässt? Offen gestanden leben wir in einer solchen Gesellschaft, Sarah Bosetti. Denn in dieser Gesellschaft sind die Alten- und Pflegeheime über Jahrzehnte an die Wand gefahren worden, privatisiert worden, auf Rendite getrimmt worden. Die Pflegekräfte haben immer weniger Geld bekommen, beziehungsweise werden aus anderen, aus osteuropäischen Ländern geholt. Die Krankenhäuser sind auf Rendite getrimmt, privatisiert. Intensivbetten stehen zur Verfügung, aber nicht das passende Personal, weil das Personal einfach weggeschrumpft wurde. So geht man mit alten Menschen um. Aber das ist die Politik, die jetzt die Lockdowns durchzieht. Das sind nicht die gewesen, die jetzt Kritik an der Corona-Politik äußern. Also kehr die Geschichte hier nicht um. Das ist ein ganz billiger und dummer Trick. Ganz ehrlich, ich glaube euch das nicht. Ich glaube euch das nicht. Ich glaube euch das einfach nicht. Und wenn ihr das wirklich, wirklich ernst meint, dann ändert das nichts. Ihr seid trotzdem Teil dieser Demokratie. Oh, danke, danke. Ihr werdet trotzdem behandelt, falls ihr krank werdet und ihr dürft euch trotzdem impfen lassen, wenn ihr das wollt. Ja, also Fresse halten, dankbar sein, nichts kritisieren, auf keinen Fall, denn ihr werdet behandelt, ihr werdet geimpft. Geimpft? Naja, jedenfalls, ihr kriegt alles, was ihr wollt, im Grunde genommen, ihr infantilen, verzogenen Gören. Die Gesellschaft verlangt wirklich sehr wenig von euch. Aber diesen Lockdown, den müsst ihr schon mitmachen. Sonst schicke ich euch Frau Merkel vorbei. Ja.